So, hallo da draußen. Hier ist wieder euer Jens. Oder auch der Mann im roten Hemd. Heute mal was ganz anderes. Mal Schneeschuhlaufen. Also nicht heute mit den Hunden unterwegs oder einfach nur Bushcraft und Feuer machen und draußen kochen. Sondern heute mal auf den Spuren der alten Kappa. Mit Schneeschuhen im tief verschneiten Wald. Bei ungefähr minus 13, minus 14 Grad. Also genau so meine Temperatur, wie ihr hier wisst. Das Schneeschuhlaufen erfreut sich ja seit Jahren einer immer größeren Beliebtheit. Schwappte dann irgendwann mal aus Amerika rüber. Das war Ende der 90er ungefähr. Da wurdest du dann immer noch belächelt, wenn du mit dem Schneeschuh unterwegs gewesen bist. Ja, und heute bieten unzählige Anbieter Schneeschuhtouren an, so wie ich das auch mache. Und das ist natürlich relativ schwierig, weil die Winter natürlich immer nachgelassen haben. Aber zum Thema Schneeschuh. Du kommst damit an Stellen und in Bereiche, wo du normalerweise nicht hinkommst. Das Laufen ist deutlich leichter, auch wenn ich ein bisschen außer Atem bin. Aber es geht hier ein bisschen berghoch, wie ihr seht. Von daher sei es mir verziehen. ja, ich habe mir heute eine ca. 3-Stunden-Route vorgenommen. Natürlich auch ein bisschen was in meinem Rucksack dabei. An Essen und Trinken zeige ich euch nachher gerne und möchte euch einfach nur mal mitnehmen und nachher auch ein paar Worte zu dem Thema Schneeschuh allgemein sagen. Insofern erstmal viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Ja, das war eine schöne Runde und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Pause. Haben uns auch verdient. Ja, nachher geht es dann nochmal wieder an den Abstieg. Also ich bin im Sauerland unterwegs. Hier sind ja die Berge nicht ganz so hoch. Ja, zum Thema Schneeschuh, da bin ich aktiv dazu gekommen, damals Anfang der 90er Jahre. Da war ich ja drüben in Alaska und Kanada. Und das ist natürlich eines der traditionellen Fortbewegungsmittel. Damals noch mit Lederbespannung und aus Birkenrinde. Ich habe also auch Bekannte gehabt, beziehungsweise indianische Bekannte, die komplett selber gebaut haben. Das war natürlich ein Highlight. Und man muss sich natürlich heute von dem Gedanken trennen, dass die modernen Schneeschuhe, wie wir sie hier haben, oder auch kleinere Modelle, jetzt diesen riesen Bärentatzen gleichen, wo man im Entengang durch die Gegend läuft und dann einen tierischen Muskelkater auf der Innenseite der Oberschenkel kriegt. Also das ist heute nicht mehr so. Die Liebe dazu hat mich nicht mehr losgelassen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin ja gerne alleine unterwegs, auch wenn ich viel mit Gruppen mache und das eben auch beruflich mache, aber meine eigene Intention ist, möglichst viel alleine für mich zu machen, ohne großartig Leute dabei zu haben. Und da ist Schneeschuhgehen natürlich genau das Richtige. Es gibt da so ein paar nette Anekdoten. Ich war in Sölden und stand am Skilift damals, das war 97, 98 oder so, alle mit ihrer teuren Skiausrüstung und ich stand da mit meinen Schneeschuhen. Die haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom fremden Planeten. Und während alle dann oben an der Bergstation links und rechts auf ihre Pisten gegangen sind, habe ich einfach nur gesagt, auf die Frage, wo ich denn damit hin wollte, da oben. In einer Stunde bin ich da oben und trinke meinen Tee. War immer recht witzig, das Ganze.
Ja, die modernen Schneeschuhe sind natürlich alle etwas kleiner, kompakter, schmaler geschnitten. Muss man natürlich darauf achten, welche Gewichtsklasse man nimmt. Ich habe hier die relativ großen. Das ist ein 36er Modell. Da hast du eine Gewichtsverteilung von bis zu 136 Kilo. Das kann, wenn du einen Rucksack und Gepäck dabei hast, natürlich auch schnell erreicht werden. Gerade bei mir, ich habe mal um die 110, ja, dann noch mit dem Rucksack drauf, bist du ganz schnell bei 100, 130, 135 Kilo. Ja, wer wissen möchte über Schneeschuhe, das hier ist jetzt ein Modell von einer namhaften österreichischen Firma, gibt natürlich mittlerweile jede Menge andere. Einfach in die Kommentare oder einfach schreiben. Wovon ich immer nicht so überzeugt bin, das sind diese ganzen normalen Plastikteile. Das liegt aber daran, dass ich da bei extrem niedrigen Temperaturen schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Durch den ständigen Unterschied kalt, warm, Hütte, Lagerfeuer draußen, minus 20, minus 25 Grad, wird das Plastik teilweise spröde, wenn es schlecht verarbeitet ist. Und dann springt dir das. Und das kann natürlich, wenn du draußen alleine unterwegs bist, ziemlich blöd sein, weil das kriegst du auch nicht wieder repariert. Bei Schneeschuhen mit Bespannung ist es relativ einfach, die zu reparieren. Selbst wenn hier mal eine Niete rausreißt oder ähnliches, eine Rolle Panzerband hilft. Wie bei so vielen Sachen, zur Not auch ein Schnürsenkel und du kommst zumindest sicher wieder an den Endpunkt. Ja, wie gesagt, wer mehr wissen möchte, einfach kurz anschreiben, in die Kommentare rein oder kommt einfach mal bei mir vorbei. Dann nehme ich euch mit, zeige euch ein paar geheime Plätze, ob im Sauerland oder im Harz oder auch in Bayern, Tirol, überall da, wo ich schon mal gewesen bin. Da könnt ihr dann gerne mal mit reinschnuppern. Ihr seid herzlich eingeladen. Und jetzt genießen wir einfach nochmal ein bisschen die Aussicht.